Also noch einer. Alter, noch einer, ich werde nicht mehr. Also ich bin jetzt bei London. Oh, bist du noch ein bisschen weg? Ich kann das Gruppe nicht hören, echt. Komm, ich bretter hier schon auf der Autobahn, wenn man 100. Ey, Bert, soll ich sagen? Was? Was wohl? Hast du auch gehört? Nö. Ich ja, wollte die, ich wollt die Frage nochmal zu Ende machen. Sag an. Heiko, du hast das nicht gemerkt, oder? Tobi. Heiko, herzlich willkommen bei der versteckten Kamera von ECG. Was willst du von mir? Du hast das nicht gemerkt, oder? Was denn? Ich hab eine Aufnahme am Laufen. Ja, schön. Meinst du Dennis nicht? Dennis? Hm? Hast du Aufnahme? Was ist mit Aufnahme? Hast du gerade eine Aufnahme am Laufen? Nein. Nein. Ja, also. Also ich habe gerade den dritten Part jetzt angefangen. Also ich muss jetzt mal gucken, dass ich irgendwo eine Stelle rauf finde, wo ich auf der Autobahn raufkomme. Holy crap, da kommt der nächste. Dann mache ich mal ein Bett mit den Blinklichtern hier. Da kommt der nächste. Alter. Ey, hier ist gerade echt einer an mir vorbeigefahren, der hieß Firefox. Lol. Nein, nee. Ich hätte jetzt gesagt, das wäre, lol. Der Vossi LP. Der Vossi, das könnte... Ah, typisch Deutscher hier. Ich hoffe, ich habe ihn richtig geschrieben. Jo. Ja, bei mir gibt's gerade leichte Verzögerungen. Okay. Weil ich wurde von der Straße gekickt. What the fuck? Okay. Ich find's nicht lustig. Wer findet es lustig? Bitte heben die Hand. Ach ne, Moment. Das war das Signal. Kann das ja auch gerne mal mit dir machen. Was soll denn das hier? Irgendwoher kenne ich den. Ey, warum schreiben die mich alle falsch? Egal. Ich schätze mal aus so einem Let's Play, du Vollidiot. Muss ich sagen, kann auch irgendwie ein Thumb-Server sein. Er hat einen Rückwärtsgang drin. Ich weiß nämlich nicht. What? What? Busbetrieb Sachsen-Anhalt? Ich hab doch keinen Bussimulator gespielt. Also Leute, sorry, dass es jetzt ein bisschen langweilig für euch ist, aber wir warten hier halt auf Dingens. Auf Bert. Und da waren bei Bernd seine schönen Hamster oder Vögel zu hören. Was? Da waren deine Hamster oder Vögel zu hören. Ich hab keine Vögel. Was waren das sonst? Das war kommt von Dennis. Achso, dann halt waren es Dennis seine. So, kurz auf das klingt nach Wellensittiger. Ja, Vögel halt. Kurz auf klar. Jo. Also hast du noch ein bisschen Zeit, Bernd. Ja. Na toll, mein Essen ist jetzt kalt. Jetzt soll ich wohl auf das Spiel gekickt, weil ich AFK war angeblich. Marcel muss ich so, weil ich in England in der Werkstatt stehe. Wie lange denn noch? Nee, bei mir hat gerade aufgehangen. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt alle los.
war? So, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt los. Muss noch ein Spiel joinen. Ich weiß nicht, wie lange jetzt die Aufnahme insgesamt gehen. Das ist nämlich jetzt das Fail. Aber meinst du, ich glaube nicht, dass Tobi dran das glaubt. Das wird er auf meinem Kanal sehen. Oha, ich würde da mal was zu tun haben. Fuck. Egal, kann ich ja nebenbei noch die meine mündliche Prüfung vorbereiten. Also ich komme jetzt wieder vorwärts. Okay. Wartet mal bitte auf mich. Ey, wir hätten hier sein fucking Blinklicht an, ey. Roland. Ist die Frage, ob das ein Deutscher ist. Okay, da kann... Bin doch fast da. Okay, da kam mir das Bier ins Gesicht. Dennis, wo musst du eigentlich hin mit deiner Fracht? Lil. Achso, das stimmt, nach Lil. Scholz. Oh, schon gleich halb. Halb elf, Alter. Wie spät ist das? Gleich halb elf. Boah. Ja, muss morgen alles raus? Nö. Nö. Dennis, du? Jo. Du musst früh raus? Natürlich. Arme Sau, du. Um wie viel Uhr dann? Kurz vor sechs. Oha, da hat einer Schule. Jo. Kannst durchmachen. Ja, klar. Ganz sicher. Habe ich damals auch gemacht und habe den im Unterricht geschlafen. Ey, soll ich dir was sagen? Ich bin die letzte Mal fast im Bus eingepennt, ey. Ich bin immer eingenickt, kurz. Und habe trotzdem meine Einsen und alles geschrieben. Mach das mal, schlaf mal den Unterricht und die fragen die Lehrer hinterher ab, was an der Tafel stand. Und da steht nichts mehr dran. Und sagt zu 100% genau das, was dran stand. Genau. Ich hab jetzt endlich ich vorne am Lehrertisch falsch gesessen und hab da jetzt meinen Kopf aufgelegt. Ich hab nie Sachen ausgepackt, ne? Da hat kein Lehrer mehr was gesagt. Selbst direkt nicht mehr. Sehe ich das richtig? Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf Bernd. Mann, ich beeile mich doch schon. Wie lange ist denn noch ungefähr? Ich bin in London. Boah, das dauert noch ein bisschen. Jetzt geht das Subkonzert wieder los. Ich krieg gerade voll die Kopfschmerzen. Ich glaube, ich mache jetzt das Fenster auf, ey. Ich bin auf dem Weg zu euch. Toll, wegen euch krieg ich jetzt Kopfschmerzen, ey. Also, dass du es weißt, ich werde regelmäßig Aufnahmesessions machen. Bernd. Hä? Ich habe gerade gesagt, ich werde öfters Aufnahmesessions machen. Sag mir einfach nur Bescheid. Jojo. Ich bin dabei. Erstmal muss ich die Dinger hier hochladen, sind drei Parts. Reicht für drei Tage. Scholz. Kennt einer ein gamerfreies Radio? Und alles gesagt, Bernd, weißt du, ob Technobase gamerfrei ist? Technobase ist nicht gamerfrei. Also kann ich das also nicht hören, oder wie? Es ist ein GEMA-GVL-Radio, ja. Aber ich kann es nicht in den Videos anmachen, oder? Nein. Scheiße. Was haben wir denn hier? Fuck. Wegen Urheberrechte. Aber ich
Dubstat? Nee, das ist Dubplate, scheiße. Ich kann nichts anmachen, dafür müsste ich jetzt auf den Desktop gehen und da habe ich keinen Bock. Und Hardbase? Auch Urheber. Ah, Radio Hamburg. Kenny, auch Urheber. Hit Radio FM, auch GEMA. I love radio. Nein. Hardstyle, nee, lass mal. Nö, fuck, ich will Musik haben. Was? Pew Pew? Wer nennt sich so ein Pew Pew? Ich muss gleich mal Duncan fahren. Nee, eigentlich auch. Haben nicht mehr viel drin, ne? Das war ich zum Glück eben. Meiner wird bald rot angezeigt. Oha. Oh, da fahren jetzt zwei gleich dieselbe Fracht. Apropos, wie ist eigentlich das Hamburg-Spiel? Das interessiert mich. Marcel oder Dennis? Jo. Jawohl. Ah, ich brauch da nicht schon gefunden. Alles klar. Ich hatte gedacht, hier kommt kein Schild mehr. Was auch hin. Okay, es steht noch 0-0. Scheiße. Also zumindest ist... Gegen Hamburg, gegen Kräuter, ne? Ja, gegen Kräuter. Wer ist in der Stadt, Adler, Dickmar, De Jong, Manchi, Jiracek. Hamburg ist eigentlich heute gegen Fürth spielen. Wer? Hä? Wer? Hamburg spielt Leute gegen Kräuter Fürth, ne? Jo, Relegation. Bei Gänse. Keine Ahnung, ich bin ja gerade noch am gucken. Ich bin der Meinung, verlieren sie. Ist mir recht egal. Können ruhig mal abstellen. Ich bin zwar Hamburg-Fan, aber ist es mir scheißegal. Ja, und jetzt meine Mannschaft ist... Hm? Meine Fanmannschaft, die ist auf dem 11. oder 10. mit 41 Punkten. Oha, Hamburger SV quält sich zu einem 0-0. Und ich höre mich doppelt. Wie weit hast du es denn noch? Ich sehe schon auf der Schilder Dover. Okay, wegen ich will bald mal los hier. Okay, die haben 0-0 gespielt. Im Rückspiel müssen sie sich verbessern. Ja. Der DJ Brot hat was in der Gruppe geschrieben. Ey, ihr wollt nicht wissen, wie viele Minuten ich jetzt schon bin, ne? Also ich bin gerade bei 74 Minuten. Komischerweise habe ich vorne in meiner Fahrerkabine auf dem Kennzeichen stehen Leipzig. Ja, wie gesagt, ist Buggy. Bei mir steht auch Leipzig. Ah, dann können die mich im Roller beheben. Und links steht Pew Pew. Ja. Seltsam, eigentlich macht mich Bier immer sehr müde. Was ist, ich bin noch hellwach. Sei doch froh. Obwohl ich eigentlich heute mal noch pennen hätte können. Warum? Weil ich müde wie sonst das bin. Penn wird überbewertet. Ich glaube, darum kommst du, oder? Nee. Nee, ist nur uns ich war über eine ganz große Brücke. Na, ja, dann bist du gleich da. Warte. Ey, der hat die gleiche Lackierung wie wir. Aber ist, ist aber ein anderer Schlag. Der Weg kommt gerade. Was? Eveco. Ja. Eveco ist halt eine Scheißmarke. Hat man ja bei Harald Frenkel gesehen. Sag das mal Tobi. Warum? Ist er Eveco-Fan oder was? Er ist
gestern noch mit Iveco rumgefahren. Ja, und beim ja, mich... aber bevor ich zu euch komme, ja, bevor mein Tank komplett leer ist, fahre ich an die kleine Tankstelle hier noch. Könnte sich aber hinzen, weil hier zwei vor mir sind, tanken. Das Tanken geht dann nicht schnell. Hä? Das Tanken geht schnell. Ja, aber die sind durchgefallen, die tanken nicht. Die also falls das... Rast. Die wollen sich auch Rast machen. Also falls das wissen willst, ich stehe hier gerade. Hey, Marcel, lies mal Chat. Käsekopf Germany. Wer hat das geschrieben? Kaskop. Achso, Kaskop. Warte. Niederländer da. Wo hat denn es angefangen? Okay, Man Young, Vorteil 9, Trollololol, German Pupil Hair. BR, German, Frankfurt, Käsekop, German Herkunft. Aha, wo ist denn der Typi? Über alle Berge hinweg. Achso, okay. Nee, der rechts steht da doch. Hä, hey, der rechts hier neben mir? Ja, das war der. Hä, hey, das ist nicht... Sagen. Das ist der nicht. Oh doch, ist er. Doch, doch. Fuck. Vor... So, bin. Jetzt ja, schreibt er nichts mehr. Stattdessen fährt er rückwärts. Naja, ich glaube mal eher Niederländer. Naja. Weil er NL hat und nicht Holland. Für mich ist er und bleibt dann eine Case Cop. Mein Gott, das ist ein Tulpenwasser. Oh, Tobi meldet sich wieder zu Wort. Oh, Bert, ich sehe, du bist immer noch nicht am Hafen. Arschloch. Ey Tobi, der Niederländer hat sich da hat uns beleidigt, glaube ich. Der Niederländer hat uns beleidigt. Was geht denn bei euch gerade ab hier? Hat sich gerade angehört, ob sich einer einen Kaffee kocht. Nee, mein Lenkrad. Ach so. Hat's vibriert? Ja, weil mich so ein Idiot wieder über den Leitplanke gekriegt hat. Ja, dann wirst du doch... Drück mal, hier, Pandits, vielleicht wirst du ja nach Dover geportet. Warte, ich guck mal. Dover! Yay, port dich dahin, ey, dann bist du schneller hier, ich will nämlich auch mal los. Kann ich gleich nochmal reparieren. Wirklich, ich will meine Fracht hier endlich loswerden. Oh, die Aufnahme will ich auch einfach mal beenden. Jo, meine Fahrt muss in 2 Stunden schon am Ziel sein. In 2 Stunden? Schaffst du das? Ja, ich hab 3 Stunden Fahrt. ich würde mal sagen, dann müsstest du mal losfahren, oder? Der Bus muss denn das. Dann fahr mal los, du. Ja, nee, du fährst los. Ja, ich weiß. Ja, haust. Fahr mal los. Hup der Arsch doch nicht mal zurück. Nicht du, Tobi! Aber du kannst noch einen Meter vorwärts fahren, ne? Ich hab mich eigentlich nach Dennis gerichtet, egal. Also wenn Bernd da ist, dann fahr ich los, ey. Ja, jetzt fährt er zurück, ey.
Ich hätte es gedacht, er will bei mir einparken auf oder drauf fahren. In Dover ist ja mal gar nichts los. Oder? Du musst doch vorfahren, ein bisschen. Gut. Soweit. J? Oder? Ne, jetzt. Ich muss unbedingt diese scheiß Spiegel anmachen, ey. Was hast du gesagt? Ich muss unbedingt diese scheiß Spiegel abnehmen, die bei mir rechts unten in der Mitte sind. Aber warum? Ja, weil das scheiße aussieht. Ach, wirklich. Aber es geht jetzt Z-Multiplayer nicht da, wegen den Updates ist buggy. Na los, fahr doch mal hin, ey, wenn du jetzt schon mal ein Dober bist, ey. Warte mal, von wo kommt er denn? Kommt er von links oder von rechts? Kommt er da oben? Bernd, was hast du geladen? Digga 500. Alles klar. Also nachsehen wir dich nicht. Was? Nachsehen wir dich nicht. Nee, ich bin gerade hier bei LKW vorbei. LKW. Euro-Goodies. Oh. Da ist er ja gleich da. Wie geht's gleich? Da kommt er ja von uns aus links. Rechts. Warum rechts? Ja, also wenn du auf den LKW guckst, ist es links. Wenn du in Fahrerposition bist, dann bist du rechts. Ja, ich gucke aber gerade auf meinen LKW. Ja, also links. Boah, kann dieser kann da mal dieser Mistgut seinen scheiß Blinklicht ausmachen? Also falls ihr dieses, falls ihr den Multiplayer auch spielen wollt und ihr das über Steam habt und während dein Mikro, werde ich den Link in die Videobeschreibung reintun. So. Und wenn ihr Lust habt, natürlich bei uns in der Firma mitzufahren, ne? Dafür muss man sich aber bewerben. Ja, genau. Oder wir haben Langeweile und nehmen euch mal ohne Bewerbung an. Wenn's noch so ist wie jetzt, ja. Ich muss nachher noch mal dieses komische Forum rein. Also ich sag mal so, sofern wir denn ein Forum haben, wo wir Bewerbungen annehmen können oder eine HP, denn ist... Ab da ist dann direkt nur mit Bewerbung. Das kann ich machen, Google Docs macht möglich. Ah, oh, nicht Google Docs. Warum nicht? Weil die scheiße sind. Wir müssen uns denn noch ein Alter festlegen, ne? Tja, maximal 14. Ja, haha. Maximal 14 Jahre. Wenn wir mal 13 Jahre drin haben. Da kommt er! Da kommt er! Yay. Man sieht ihn an der... Man sieht ihn anhüpfen. Hä? Bei mir fährt er einfach frei. Ja, bei mir hat er irgendwie Lex. Alter, was machst du, ey? Dann auf geht's. Nein, ich will auftauchen. Boah, ich will los. Egal, was du jetzt sagst, ich fahr schon mal die Fähre rein. Genau, wir können ja schon mal die Fähre rein. Ja, kannst du auch gleich mitkommen, Bernd. Ja, ich muss das jetzt ändern. Es macht nämlich gerade Spaß, hier eine Runde zu fahren. Tobi, kannst ruhig in mich reinfahren. Genau wie der Bernd das macht. Ich müsste jetzt einfach Oh. Tag auch. Also ist jetzt nur noch eine weiße Wand vor mir. Ah, schade, ich hab gedacht, ich sehe da Tobi. Also wenn ich rausgucke, sehe ich immer noch eine weiße Wand. Ich fahr schon mal nach Kalle. Ich auch. Ich auch. Jetzt ist die Frage, wer kommt vorher an? Ich auch. Aus. Seinen Namen sehe ich schon, der haut schon ab.
Yeah! Was der Lepp hier haut hoch gerade los. Ui! Also ich habe jetzt nur noch 111 Kilometer vor mir. Echt nicht, ich habe nur noch 4. Ja, ich muss noch nach Lille. Stellt ihr euch jetzt so unten noch hin oder was? Scheiß auf gerade parken. Ich glaube, ich hab mit dem Auto jetzt losgefahren. Ich auch. Boah, ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, klar doch. Warte mal, ich bring die Fracht einfach mal kurz weg. Kommst du denn wieder? Mal gucken. Ja. Weil ich brauch erst 19 Stunden da sein. Ich ein bisschen länger, aber ich habe keinen Bock mehr auf die Fracht. Ne, ich habe noch Stunde, gut 2 Stunden vor mir. Oh. Weiß ich nicht, ich habe nur noch 4 Minuten. Dann kann ich mich ja in der Zeit mal vernünftig hinstellen hier, wa? Und irgendwann will ich auch die Aufnahme mal fertig haben, ich will nicht wissen, wie viel Speicher ich nur noch habe. Warte mal, ach fuck, ich fahr gerade falsch, ich fahr auf der falschen Seite. Scheiße. Okay, ich mach mal gerade Geisterfahrer. Ich warne dich, Bernd. Ich warne dich, Bernd. Wow. So war ich schon, es ist no collision zone. Du kennst aber die Bugs. Ja, aber trotzdem, noch keine Zone. Ja, ich hab trotzdem keinen Schaden kommen. Also Leute, wenn ihr gerade seht, ich halte mich gerade nicht mal an die SCVO. Ich hab auch gerade ich hab gerade die Schnauze voll. Fahr du erstmal von hier, wo ich war, runter. Oha, was geht denn hier ab? Hier geht die Party ab anscheinend. Pause. So wie Mama Blinker aus. Ja. Ja. Pause und auf muss ich erstmal eine rauchen. Gerade ausgemacht, ey. Wer ich? Ja. Ja und? Scheiß Kettenraucher. Ey, ich hab von Chelsea an keine Ruhe geklaut. Ey, das ist aber den Ohr uncool, ich sehe den FLC da hier von uns gebracht. Der weiß sich ja, wo Marcel sich hinstellen kann, der kann sich dann hinter Tobi stellen. Ja, ja. Von mir aus kann er sich auch in Tobi stellen. Nein, das wird's nicht. Das würde ich doch. Nein. Warum? Ich will das nicht. Okay, Danny. It's okay to be gay. Aber ich nicht. What the fuck? Bier leer. Was? Bier leer? Bier leer. Ich hab hier noch welche liegen. Ey, die Ampel war noch gelb. Hörst du das? Ja, ich hab's gehört. Dann hol dir noch eins. Achso. Ich hab auch noch welche. Egal, morgen.
Du bleibst jetzt so grün, Ampel. Brav. Immer noch Gamer. Bernd! Ja, Gamer. Ich will wegen dir keine Gamer-Probleme kriegen, ja, jetzt auf den letzten Drücker noch. Achso, ja, ich hab aus. Au. Kannst dich hinter mich stellen. Ey, du stehst hinter dem Fall. Marcel, stell dich mal irgendwie hin, nur dass du mal grob. So nah brauchst du gar nicht ran, das passt. Passt genau, wenn du dich vernünftig reinstellst. Also ich könnte von hier aus wieder das Foto machen. Ich komm hier aus auch. Müsst du bloß alles schließen und dann kann ich auch ein wunderschönes Foto machen. FP mal Screenshot, ja. Ja. Spiegel aus. Navi aus. Ja, wie machten ihr das? Schräg oder was? Nö, gerade. Ja, gerade. Ja, du bist ja auch in der Mitte. Dann mach du das. Und ich würde mal sagen, ich verabschiede mich jetzt hier. Ich hoffe, euch haben die ersten drei Parts gefallen. Und es werden noch ein paar mehr kommen und jetzt könnt ihr euch auch noch verabschieden. Ja. Ich glaube, das soll für die Verabschiedung bei Ihnen heißen, egal. wenn ihr noch was sagen wollt, dann jetzt. Ciao. Okay, und haut rein, bis zum nächsten Mal.